Ja, Mahlzeit, Leute. Schön, dass ihr da seid. Heute wollte ich einmal an dem Golf, weil der quietscht so ein bisschen, den Keilriemen tauschen. Jeder kennt das, sobald es auch irgendwie kalt wird, kommt es am häufigsten vor, dass der Keilriemen einfach anfängt zu quietschen. Ja, woran liegt das eigentlich? Meistens ist es dann halt wirklich, dass der Keilriemen einfach verschlissen ist. Das heißt, der rutscht durch, der rutscht über die Umlenkrollen, über die Riemenscheiben und dadurch entsteht halt dieses Quietschen. Man kann das natürlich irgendwie mit WD-40 behandeln oder so, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Grundsätzlich empfehle ich auch nur WD-40 anzuwenden, wenn ihr vorhabt, den Keilriemen kurz darauf sowieso zu tauschen. Das heißt, für eine Fahrt in die Werkstatt oder mal eben dann den Tag über noch fahren und dann abends in der Garage reparieren oder halt bis die Teile da sind. Bis dahin kann man das machen, aber das ist halt, sollte man nicht dauerhaft einfach machen. Ne? Ist nicht gut. WD-40 greift auch so ein bisschen das Gummi an und dadurch wird halt der Keilriemen mit der Zeit auch wieder noch spröder, als er dann eventuell eh schon ist. Und der sollte dann natürlich auch irgendwo nicht reißen. Ja, was passiert eigentlich, wenn der Keilriemen wirklich reißt? Dann haben wir nämlich das Problem, jetzt speziell bei dem Fahrzeug, weil der einen Keilriemen hat, über den der Generator angetrieben wird, die Servopumpe und der Klimakompressor. Alles drei Aggregate, die man schon gerne haben möchte. Also ein Klimakompressor, wenn die Klimaanlage nicht funktioniert, ist ja erstmal halb so wild. Aber gefährlich wird es halt, wenn die Servolenkung nicht mehr funktioniert und man auf einmal unerwartet viel höheren Gegendruck am Lenkrad hat oder halt die Lichtmaschine nicht mehr funktioniert und dadurch die Batterie nicht mehr geladen wird. Daraus resultiert dann im Endeffekt einfach, dass die Batterie halt nicht mehr geladen wird, die wird während der Fahrt entladen und irgendwann bleibt das Auto einfach stehen, weil halt kein Strom mehr zur Verfügung steht. Das will ich nicht, von daher würde ich sagen, wir legen jetzt einfach direkt los. So, in dem Fall würde ich sagen, bocken wir die Hütte jetzt einfach mal an, weil das Rad muss ab, damit wir vernünftig an dem Keilriemen arbeiten können. Rad machen wir ab mit meinem Schlagschrauber. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich habe jetzt einen großen Akku hier dran. Das ist ein 4 Ampere Akku, damit wir mal richtig dick schrauben können. So, dann geht's weiter. Wir haben jetzt das Rad abgenommen. Wir sehen hier jetzt im Prinzip das komplette Radhaus auf der Beifahrerseite. Auf der Seite ist auch der Riemen und zwar unter dieser Verkleidung. Das ist die Motorabdeckung. Die werden wir jetzt einmal abnehmen. Das ist hier einfach nur so ein Metallclips. Da kann man die einfach runterziehen. Und unten sind noch 2, 3, 4 Torx-Schrauben. Die schrauben wir auch raus und dann hängen wir die ganze Verkleidung einfach mal nach unten. Ich versuche mir jetzt einfach mal das Abbauen der ganzen Verkleidung zu sparen. Das müsste eigentlich auch so funktionieren. So, und zwar haben wir hier einen 25er Torx, den wir lösen müssen. Und dann hier vorne auch noch einen. So, dann hängt hier schon mal das Ding hier runter. So, und dann haben wir hier einmal so eine Metallklammer. Und da vorne ist auch so eine Metallklammer. Da werde ich jetzt einfach mal mit einem dünnen Schlitzschraubendreher zwischengehen und diese Nasen alle hochbiegen. Und dann kriegen wir das auch vernünftig vom Gewinde runter. Und dann hätten wir auch die ganze Verkleidung schon in der Hand. Ich mache es einfach noch einfacher, ich schraube das Ding hier einfach runter. So, ist los. Wahnsinn. So, das gleiche mache ich mit dem anderen Teil hier. Dann drehen wir einfach mal ein bisschen dran. Und dann kommt die Verkleidung schon von alleine. So, dann ist die hier schon los. So, und dann haben wir das ganze Gerät hier lose.
So, und dann sehen wir hier schon ganz schön den Keilriemen. Und da gehen wir jetzt mal dran. So, ihr seht jetzt hier die Umlenkrolle. Das ist eine 16er Schlüsselweite. Den müssen wir einmal im Uhrzeigersinn, also im Prinzip nach oben drücken, um den Riemen zu entspannen. Ihr solltet euch vorher natürlich merken, wie der Riemenverlauf ist. Das ist nämlich ziemlich blöd, wenn man dann so einen Riemen hat und nicht mehr weiß, wie der drauf gehört. Also wie gesagt, merkt euch den Riemenverlauf, zeichnet es euch an oder ab, ne, und damit ihr danach wieder wisst, wie der Riemen jetzt läuft. Ich merke mir das jetzt einfach und drücke hier im Prinzip die Spannrolle nach oben. Dadurch seht ihr, dass der Riemen jetzt lose ist, und ziehe den hier vom Klimakompressor runter. Hier hängt raus, hängt raus. So, und der Riemen ist ab. Ich kann hier die Spannrolle jetzt wieder entspannen und bin fertig. So Leute, hier habt ihr jetzt den alten Riemen. Man sieht halt doch schon, dass er ziemlich verschlissen ist. Gucken wir uns hier mal hier ein bisschen an. Ja, so ein bisschen Dreck ist da natürlich drin. Hier sieht man, dass er schon ein bisschen abgekratzt ist, wieso auch immer. Ne? Auf jeden Fall nicht mehr so fein. Und das ist jetzt hier der neue Riemen. Man sieht jetzt schon von außen halt ziemlich deutlichen Unterschied. Ne? Von innen, da sieht man auch, dass da so eine gewisse Beschichtung drauf ist. Das glänzt so ein bisschen. Und dadurch sollte er natürlich auch besser dann haften. So, ihr solltet natürlich gucken, ob die Riemen soweit gleich sind. Ja, mal gucken hier so. Ja, ob die mehr oder weniger dieselbe Länge haben. Das passt in dem Fall auch ziemlich gut. Weil wenn er zu kurz ist, ist er zu stramm. Ist er zu lang, ist er zu labbrig dann im Endeffekt. Und die Spannrolle kann das nicht mehr ausgleichen. So, ich würde sagen, wir nehmen uns den Riemen hier und setzen den jetzt einmal wieder drauf. Und da zeige ich euch, wie ich den Riemen jetzt über die Rollen ziehe. So, ihr solltet einfach darauf achten, wenn ihr den Riemen einbaut, dass die Schrift gut zu lesen ist. Also wenn ihr rechts vom Auto auf der Beifahrerseite steht und auf den Motor seitlich guckt, dann solltet ihr euch die Schrift ansehen. Manchmal ist da sogar eine Laufrichtung drauf, dann ist die natürlich zu beachten. Dann gehen wir erstmal hier oben. Dann gehen wir erstmal hier oben auf die Servopumpe, legen den hier so drauf. Dann geht der hier unten über die Umlenkrolle, dann über den Generator. Oh, das ist ein bisschen Fummelarbeit immer. Hier festhalten. Und so. Dann geht der hier über die Spannrolle, über die Riemenscheibe, und dann ist er so gut wie drauf. Wir müssen gucken, dass das alles hier passt. So, dann nehmen wir wieder unseren 16er Schlüssel, setzen den hier an, ziehen einmal hoch, und dann können wir den hier unten, zack, beziehungsweise wir nehmen ihn erstmal hier von der vom Riemenspanner runter. Zack, hier über die großen Rollen auf jeden Fall schon mal drüber, dass das soweit passt. So. Und dann müssen wir so. Ne, dann ziehen wir die einfach ein bisschen hoch, und dann passt das. Ja, ein bisschen Fummelei hier. So, und wie wir sehen, der Riemen ist drauf. Kontrolliert, ob wirklich die Zähne alle in den Rillen richtig sitzen. Denn wir wollen ja nicht, dass er danach nochmal verrutscht oder so. So, der Keilriemen ist drauf. Ihr müsst nur noch wieder die Verkleidung unten dran machen. Alles schön festschrauben. Das Rad drauf.
anziehen, mit Drehmoment nachziehen, den Wagen wieder abbocken und dann seid ihr durch. Einmal kurz laufen lassen, gucken, ob alles vernünftig läuft, ob es keine Geräusche macht. Das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Wir starten den einmal, lassen den kurz laufen und dann sind wir eigentlich schon fertig. So, läuft super, würde ich sagen. Da quietscht nichts mehr. Arbeit erfolgreich durchgeführt, würde ich sagen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr dies gerne tun. Es ist kostenlos, damit unterstützt ihr mich so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.